Ich bin seit 4,5 Jahren hier und ich wollte mich eigentlich vor 10 Jahren schon mal hier bewerben und habe aber immer, also hatte nicht den Mumm. Vielleicht werde ich den Anforderungen nicht gerecht oder kann nicht leisten, was die von mir verlangen oder erwarten. Und dann hat meine Frau einen Tag zu mir gesagt, ja, du musst mal was unterschreiben. Ich sage, ja, okay, und dann habe ich das unterschrieben und sie hat das dann eingescannt und weggeschickt. Ich sage, was war denn das, was ich unterschrieben habe? Und sie sagt, das war die Bewerbung für Steinway. Und ich, Ich bin in der Dämpfung tätig, als ich hier angefangen habe, im 4. Stock angefangen bei der Teilekontrolle. Dann bin ich hier runtergekommen in die Dämpfung, dann habe ich erst das Ladenleimen gelernt, also die Laden vorzubereiten, Tangenten aufleimen und sowas, dass wir die hier in den Flügel einbauen können. Und dann wurde ich in der Dämpfung angelernt. Das Dämpfungsvorrichten bedeutet, dass wir die Filze schneiden und die Dämpfung fertig machen für den Einbau. Das heißt, wir leimen die Filze auf, wir schlagen die Drähte ein, kontrollieren alle Dämpferköpfe nochmal, sodass wir dann unser Material haben, was dann in den Flügel kommt. Für die Dämpfung braucht man auf jeden Fall Ruhe. Man darf nicht zu schnell aus der Haut fahren, um einfach nach und nach alle Schritte machen. Man braucht Ausgewogenheit und einen Anspruch auf Präzision oder Genauigkeit. Wir wissen schon ganz genau, was wir machen müssen. Klar ist jeder Tag anders, jeder Flügel ist anders, jeder Flügel hat seine eigenen kleinen Herausforderungen. Dann ist die Seitenlage mal ein bisschen anders, dann ist die Platte ein bisschen anders, dann ist der Flügel an sich, der Rimm ist ein bisschen anders. Es sind so viele kleine Komponenten, die an jedem Flügel anders sind. Also man kann nicht sagen, beim Modell B musst du die Köpfe immer so kröpfen, dann passen die. Das ist nicht so. Die Dämpfung hat ihren Platz auf den Seiten und wenn sie da nicht sitzt, wo sie sitzen soll, ist sie entweder laut oder dämpft nicht, wie sie soll, oder sieht einfach nicht schön aus. Da gibt es halt viele Faktoren, die gegenseitig eine Balance bilden. Um die Balance hinzukriegen, dafür sind wir da. Weil es sind halt so die ganzen kleinen, vielen Zutaten, die man hat, die man alle versuchen muss, irgendwie zusammenzubringen, dass es dann nachher ein schönes Bild ergibt. Und es muss natürlich dämpfen. Besonders Spaß macht mir so, man hat eine Grundroutine, man weiß, wo man hingehört. Man sitzt sich dahin und kann sich in seine Arbeit vertiefen. Also für mich persönlich ist es tatsächlich dieses sich immer wieder neu finden und fokussieren auf das, was man macht, auf diese Präzision, die man abliefert. Also ich bin von Haus aus sehr perfektionistisch. Das stand mir oft im Weg. Hier hilft es mir sehr. Man darf das. Man darf pingelig sein und das ist schön. Es ist schon eine Ehre an so einem Musikinstrument mitgearbeitet zu haben, was weltweit bespielt wird und ja auch in den großen Konzerthäusern steht und einfach auch vielen Menschen Freude schenkt. Ne? Also wenn man draußen in der Welt irgendwo mal erzählt, wo man arbeitet, oh, bei Steinway, wow.